Hola und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal ein etwas anderer Ort aus meiner Küche. Das ist eine schöne Küche. Ich dachte mir, ich habe Bock auf so ein Q&A-Video. Das habe ich noch nie gemacht. Weder auf TikTok noch auf YouTube. Jetzt sind wir hier. Aber weil ich es immer mega merkwürdig finde, einfach nur in die Kamera zu reden, ohne irgendwas zu tun, mache ich nebenbei einen Kaffee. Und weil ich ja ein guter Influencer bin, war ich im Café Bua und habe den leckersten Kaffee meines Lebens getrunken und den machen wir heute nach. Der ist mit Kokosnuss, also voll crazy. Ich habe euch bei Instagram gefragt, ob ihr Fragen habt und ihr hattet Fragen. Fangen wir mal mit der ersten an. Ich mache einfach so den hier und die ich festhalte, die nehmen wir dann. Hast du schon mal drüber nachgedacht, auszuwandern? Also ja, ich glaube, jeder hat schon mal drüber nachgedacht, aber wirklich eine Option war es nie, weil ich mag Deutschland. Also versteht mich nicht falsch, ich war super gerne im Urlaub, aber ich glaube, wenn ich auswandern würde, würde es sich nur noch anfühlen wie Urlaub. Ich glaube, war jetzt auch wieder eine Glanzleistung, dass ich genau noch 8 Eiswürfel habe. Einer davon ist sogar nur halb. Nächste Frage. Bist du glücklich? Oh, Dicker! Stell dir was Leichtes! Nee, Spaß beiseite. Also ich glaube, ich bin zurzeit so glücklich, wie ich glücklich sein kann. Ich habe wenig, worüber ich quengeln kann. Klar, mein Kopf spielt mir manchmal immer noch ein paar Streiche und lässt mich über Sachen nachdenken, über die ich nachdenken sollte. Aber ich glaube, ich kann mich dann immer ganz gut fangen und weiß dann, ey Flo, hör auf, eigentlich geht's dir gut. Also ja, zurzeit bin ich glücklich. Hast du vor, noch ein Studium zu beginnen? Ja, weil das war mein Eiswürfel. Natürlich ist da jetzt ein Haar dran. Ja, ich habe auf jeden Fall noch vor zu studieren, weil ich es meiner Mom versprochen habe. Was genau? Keine Ahnung. Ich wurde übrigens voll oft gefragt, was ich geworden wäre, wäre ich kein Influencer geworden. Und ich will, seitdem ich 5 Jahre alt bin, Gerichtsmedizinerin werden. Ich weiß, ich sehe nicht so aus und ich glaube, ich könnte es auch nicht, aber hatte ich immer Bock drauf. Ich bin ja irgendwann so schütteln. Ich bin ja so eine True-Crime-Mausi, also wirklich, bei mir läuft 24/7 irgendein Podcast, irgendeine Doku und Gerichtsmedizinerin fand ich immer sau interessant, Gefängnispsychologin auch irgendwie cool, sowas in die Richtung wollte ich immer machen. Wie bist du dazu gekommen, Social Media zu machen? Kennt ihr das? Wenn ihr das Gefühl habt, schon seit Anfang an, genau das ist das, was ich mal machen werde. Und ihr habt keinen Grund, das zu denken. Aber so war das bei mir mit Social Media. Ich wusste, seitdem ich 12 Jahre alt bin, ich bin irgendwann mal Influencer. Ich weiß auch nicht. War mein Ding anscheinend. Aber wirklich angefangen hat es dann damit, dass ich mir gedacht habe, okay, es ist Lockdown, es interessiert eh keine Sau, was du jetzt gerade machst. Lad dir TikTok runter, mach ein paar Videos. Und ich habe das einfach weiter durchgezogen und das lief irgendwann so gut, dass es gelaufen ist, Freunde. Also wirklich, es war dieser typische, ich fange aus Langeweile an, guck mal, wie es läuft. Und es ist irgendwie gut gelaufen. Was sind deine Pläne für die Zukunft? Boah, hey Jungs, stell nur leichte Fragen. Übrigens, ich habe Kokosnussmilch. Es ist nicht mal Kokosnussmilch, es ist Barista-Kokosnuss. Ich weiß nicht, ob das jetzt Kokosnussmilch ist. Ich hätte Kokosnussmilch gebraucht. Aber das ist hier jetzt auf jeden Fall drin, zusammen mit Eis. Und hier sind 2 Espresso. Espressi. Sorry. Und die hauen wir da jetzt rein. Ja, und das war's halt auch schon. Ja, schmeckt saugeil. Ich glaube, ich hau mir da noch einen Kaffee rein. Meine Pläne für die Zukunft. Was jetzt so in naher Zukunft alles ansteht, ist auf jeden Fall erstmal Urlaub. Ich war seit
drei oder vier Jahren nicht mehr wirklich im Urlaub. Entschuldigung. Ich bin immer noch am Überlegen, nach Berlin zu ziehen. Diesmal vielleicht mal nicht so überstürzt. Vielleicht mal mit ein bisschen Unterstützung, vielleicht mal mit ein bisschen Ruhe, mit ein bisschen Plan. Aber ich kann es echt noch nicht sagen. Ich habe keine Ahnung, wohin mich die Zeit verschlägt. Mal sehen. Was ich mir auf jeden Fall wünschen würde, ist, dass ich auf jeden Fall noch studieren werde. Keine Ahnung was. Und mir mit Social Media damit meinen Unterhalt verdienen kann. Das wäre wirklich babamäßig. Ansonsten habe ich vor, meiner Mom eine Wohnung zu kaufen, beziehungsweise bin gerade auf der Suche nach einer Wohnung, die ich meiner Mom kaufen kann. Auf der einen Seite als Absicherung für mich, für die Zukunft. Auf der anderen Seite habe ich gesagt, ich kaufe meiner Mom eine Wohnung, bevor ich mir ein Auto kaufe, und ich brauche halt wirklich dringend ein Auto. Also kriegt die Frau eine Wohnung. Genau, das sind jetzt so die Sachen, die jetzt nächstes anstehen. Ich habe natürlich mega, mega Bock. Ich weiß ja noch nicht, was für Projekte noch so auf mich zukommen. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich will mir alle Türen offen lassen. Deswegen will ich jetzt eigentlich auch noch nicht studieren, weil ich jetzt ein bisschen noch das Leben genießen möchte, was mir Social Media gerade bietet. Aber es geht natürlich auch nicht für immer. Aber mal sehen. Mal sehen. Ich bin da eigentlich relativ offen. Hast du ein Lebensmotto? Also ein Motto, was ich mir jetzt hier tätowieren würde? Nee. Aber ich habe so ein paar Leitfäden, an denen ich mich ganz gerne langhange. Es geht... Boah, da war gerade voll der große Vogel. Wow. Ich habe so ein paar Leitsätze, an denen ich mich so ein bisschen langhange und durchs Leben schlängel. Es geht basically einfach nur darum, das Positive zu sehen, nicht bei der kleinsten schlechten Sache direkt vom größten möglichen Chaos auszugehen, sich Zeit für sich zu nehmen, wenn man sie braucht. Und einfach wirklich auf sein Herz zu hören und mal zu gucken, was tut mir gut, was nicht. Und danach sein Leben auszurichten. Das ist so ein bisschen das, was ich mir für mich und mein Leben wünsche. Wo ich versuche, mich so ein bisschen dran zu orientieren. Ey, das schmeckt übrigens toll. Wirklich toll. Das ist meine Lieblingsfarbe. Meine Lieblingsfarbe ist grün. Und mein Lieblingstier sind Kängurus. Hat die Mutti jemanden im Auge? Nee. Aber eigentlich mal ein richtig guter Einstieg. Freunde, also können wir dazu festhalten, dass ich glaube, ich werde euch sagen, wenn ich was Festes am Laufen habe. Aber ich werde es euch nicht zeigen. Ich habe es einmal gemacht, habe draus gelernt, war nicht mein Ding. Also ich werde euch in Kenntnis setzen. Und wir können auch gemeinsam gerne über den lästern, wenn ich den gerade doof finde. Aber ich glaube, ich will das so ein bisschen privat halten. Aber nee, gerade läuft eh nicht. Gerade ist wirklich tote Hose. Ey, Tinder Gold ist mein bester Freund, Freunde. Wow. Wo fliegst du in den Urlaub? Ich fliege... Oh mein Gott. Also vielleicht... Janis hatte mich gefragt, ob ich Bock auf London habe. Theoretisch ja. Steht aber noch gar nichts fest. Aber am 30.04. fliege ich in die Dominikanische Republik zusammen mit meiner Schwester. Das habe ich ihr zum Geburtstag geschenkt. Und dann geht es nach Ibiza. Dann bin ich in Berlin, wenn man das Urlaub nennen kann, für einen Monat, den kompletten Juli über. Und dann wird es wahrscheinlich im September nochmal Athen, zusammen mit meiner besten Freundin. Ich habe so Bock, Freunde. Ich habe so Bock auf Urlaub. Wie hast du Lia und Janis kennengelernt? Ach, es war eigentlich ganz lustig, über TikTok tatsächlich. Also ich habe Lia zuerst kennengelernt und dann Janis. Man ist sich so gefolgt, hat so Videos geliked und so. Und dann habe ich ein Video gemacht, wo ich halt meinte, ich hätte voll Bock nach Berlin zu ziehen in eine WG. Und dann habe ich eine Nachricht bekommen, ey, wir suchen noch einen WG-Partner, hast du Bock? Ich hatte Bock. Und dann haben wir angefangen zu FaceTime und dann haben wir uns immer in Berlin gesehen gehabt und dann sind wir schlussendlich auch zusammengezogen für ein halbes Jahr und ich bin so, so dankbar, weil das wirklich heutzutage zwei meiner besten Freunde sind. Ich bin so dankbar, dass diese zwei Menschen in meinem Leben sind. Ich krieg's Grinsen gar nicht aus dem Gesicht, wenn ich über die rede. Wer ist deine größte Inspiration? Also wahrscheinlich jetzt so im Modebereich. Muss ich echt sagen... Und ich glaube, das ist nicht so die Überraschung, aber ich glaube Ruby Lin.
Also ich habe es mir voll abgewöhnt, mir großartig von anderen Leuten Inspo zu suchen. Wenn dann ab und zu mal bei Pinterest, aber das ist auch deutlich weniger geworden als früher. Vielleicht laufe ich deshalb seit 2 Jahren genauso rum. Also genau gleich rum. Aber wenn ich echt jemanden aussuchen müsste, dann wäre es Ruby Lynn. Nicht nur, weil sie einen verdammt coolen Style hat, sondern die Frau wohnt einfach in New York. Und das ist crazy. Hier, Zukunftsplan. Irgendwann will ich mal eine Zeit lang in New York wohnen, weil das ist schon krass. Was ist deine Skincare? Ist eigentlich relativ einfach beantwortet. Normalerweise echt nichts. Außer Garnier Micellenwasser zum Abschminken und eine ganz normale, stinknormale Nivea-Creme als Feuchtigkeitspflege. Weil ich gefühlt super viele Unverträglichkeiten habe. Also ich habe relativ viele Skincare-Brands schon ausprobiert, die meiner Haut entweder gar nicht geholfen haben oder wo es einfach nur so bergab ging mit meiner Haut. Also die hat es am Ende schlimmer gemacht, als es am Anfang war. Ich probiere gerade Honest Beauty aus. Da bin ich bis jetzt positiv überrascht. Mal gucken, ich bin gerade noch am Austesten. Ich habe es jetzt die 2. Woche drauf. Meine Haut ist zumindest noch nicht schlimmer geworden. I'll keep you updated. Möchtest du mal Kinder haben? Nee. Glaubst du, du wirst für immer in Köln wohnen bleiben oder gibt es noch Pläne? Habe ich ja vorhin schon ein bisschen angeschnitten. Also ich glaube, für immer in Köln, nein, auf gar keinen Fall. Also ich glaube, dafür bin ich viel zu spontan und sprunghaft. Ich möchte einfach nur ein bisschen was von Deutschland oder der Welt generell sehen. Klar steht Berlin immer noch zur Auswahl, aber ich muss da wirklich mit dem richtigen Mindset dran gehen. Und das Mindset habe ich, glaube ich, gerade noch nicht. Es ist halt einfach so, es ist sehr weit weg von meinen Freunden, es ist sehr weit weg von meiner Familie. Auf der anderen Seite wäre es für die Arbeit deutlich praktischer, in Berlin zu wohnen. Außerdem habe ich da auch viele Freunde. Aber nach dem letzten Mal, wo es mir halt wirklich einfach nur noch mies ging in Berlin, wo ich jeden Tag geheult habe, ich kam nicht mehr hoch, ich war unproduktiv, ich habe meine Familie vermisst. Ich habe ein bisschen Angst, dass es wieder so werden könnte. Und solange ich die Angst noch habe, will ich nicht drüber nachdenken, wieder nach Berlin zu ziehen. Obwohl es halt schon echt cool ist, bin ich ehrlich. Würdest du sagen, du hast dein Leben in den Griff bekommen? Also ich bin ehrlich, na klar, wer hat sein Leben komplett im Griff? Aber ich bin ehrlich, ich bin gerade echt auf einem guten Weg. Ich habe eine relativ strukturierte Routine. Morgens um 6 aufstehen, bis 7 chillen, 7:30 anfangen zu arbeiten und so. Das habe ich echt mittlerweile richtig, richtig gut drin. Und es ist ein Rhythmus, mit dem ich eigentlich auch ganz gut klarkomme. Ich habe halt einfach gemerkt, ich bin morgens viel produktiver als so nachmittags oder so. Deswegen arbeite ich meistens morgens durch, dann mache ich ab Mittag so Papierkram und dann drehe ich nochmal bis so 9 Uhr abends. Oh mein Gott, ich bin so langweilig. Nee, aber das ist jetzt mittlerweile so der Tagesablauf, mit dem ich ganz gut klarkomme. Und einen festen Tagesablauf zu haben, ist so underrated. Freunde, als ich keinen hatte, ich war aufgeschmissen. Also ja, ich würde schon sagen, ich habe mein Leben nicht komplett im Griff. Excuse me? Aber ich bin auf einem guten Weg. Hast du einen Crush? Wer hat das nicht, Freunde? Was ist dein größter Traum? Boah, mein größter Traum ist, dass ich irgendwann finanziell so unabhängig sein kann, dass ich meiner Mom, meiner Schwester, meinem Stiefvater ein gesichertes Leben bieten kann, dass sie sich keine Sorgen machen müssen. Dass ich weiß, dass meine Familie gesund ist und ich ihnen helfen kann, wenn sie mich brauchen. Und dass ich einfach am Ende von meinem Leben sagen kann, yo, ich hab ein Leben. Dass ich mein Leben genutzt habe, dass ich mein Leben so weit ausgelebt habe, wie ich nur kann. Spontan geblieben bin und auf mich selber geachtet habe. Meinen Kopf dabei nicht vergessen habe. Ja, das ist mein größter Traum. Einfach ein erfülltes Leben. Bist du religiös? Mm-mm. Wann hattest du dein erstes Mal? Boah, Freunde.
Don't judge me, ich glaube, ich war 14 oder 15. Aber ich hatte auch einen Freund. Also, sorry, Mama. Was willst du unbedingt mal machen? Boah, ich will unbedingt mal tauchen gehen. An so krassen Korallenriffen oder so. Darauf hätte ich richtig Bock. Generell, ich finde das Meer super interessant. Ich liebe Unterwasser-Dokus. Oh mein Gott. Also, so tauchen in Australien oder so, richtig geil. Oder auf Hawaii. Ich würde generell super gerne mal nach Hawaii. Comfort Movie oder Serie? Also, ich muss echt sagen, wenn ich einen schweren Tag hatte und wirklich so keinen Bock auf gar nichts mehr habe, dann läuft The Vampire Diaries immer. Oder Grey's Anatomy, aber bei Grey's Anatomy ist es noch so, da will ich aufpassen, weil The Vampire Diaries, ich kann es halt auswendig, so das läuft nebenbei. Grey's Anatomy, wenn ich noch aufpassen kann, The Vampire Diaries, wenn wirklich Vollkatastrophe ist. Und Filme, oh mein Gott, da hat mich Janis so krass draufgebracht. Melissa McCarthy Filme. Wie bekommst du deine Confidence? Also erstmal hier, ich sehe einmal Baba aus. Nee, aber ich glaube einfach, das ist ein Prozess und man lernt sehr, sehr, sehr viel, wenn man älter wird. Glaubt mir, Freunde, ich war auch mal an einem Punkt, wo ich wirklich die engsten Hosen angezogen habe, in der Hoffnung, dass mir irgendein Stück auf den Arsch guckt. Fragt mich nicht, wieso. Ich habe wirklich meinen Selbstwert eine Zeit lang so darüber definiert, was Typen von mir denken. Und dann bin ich erwachsen geworden und war so, nope. Und ich glaube, wenn man anfängt, erstmal zu sagen, ist mir egal, was du über mich denkst. Und dann kommt einfach Confidence so ganz natürlich mit dazu. Ja. Also hört auf, drüber nachzudenken, was andere Leute von euch denken könnten. Und dann geht es euch schon mal deutlich besser. Hast du vor, noch irgendwas an dir machen zu lassen? Also ich denke jetzt mal so Schönheits-OP-mäßig. Ist so ein Ding. Weil ich bin ehrlich, ich mag meinen Körper. Ich mag meinen Körper sehr, sehr, sehr gerne. Ich fühle mich wohl in meinem Körper. Aber ich kann mich da wirklich so drüber aufregen. Mein Doppelkinn. Ich weiß. Ich weiß. Aber ich würde mir wirklich gerne mein Doppelkinn wegmachen lassen. Einmal, weil ich einfach finde, dass einfach nur durch mein Doppelkinn wirkt mein komplettes Gesicht erstmal runter. Und ich wirke einfach allgemein stämmiger. Nicht, dass das schlimm wäre oder so, aber ich finde es einfach weird, dass ich erstmal so einen runden Kopf habe, dann Doppelkinn. Aber ich für meine Verhältnisse einen relativ flachen Bauch habe. Also wisst ihr, das passt in meinem Kopf nicht zusammen. Dass ich das hier nicht wirklich mag, aber das hier dafür vollkommen. Also das Ding ist halt, ich will nicht abnehmen. Was ich tun müsste, damit das Doppelkinn weggeht. Ich will aber nicht abnehmen. Aber dann bleibt halt das Doppelkinn. Und ich bin ernsthaft am Überlegen, mein Doppelkinn wegmachen zu lassen. Lacht mich aus. Aber ansonsten, ich wollte früher immer einen Boobjob. Aber ich hatte dann gemachte Brüste mal in der Hand. Und irgendwie ist das nicht so das Wahre. Abischnitt. Mein Abischnitt war 1,9. Den habe ich mir schön verhauen. Durch viertes Fach mündlich Ernährungslehre, da hatte ich 5 Punkte in meiner Abschlussprüfung. Das war richtig gut. Wann gibt es eine Wohnungstour oder willst du keine machen? Doch, ich will eine machen, aber ich bin einfach noch immer noch so unzufrieden mit meiner Wohnung. Also was heißt unzufrieden, aber es gibt noch so viele Sachen, die ich noch machen möchte, bevor ich euch das fertige Ding zeigen will. Ich glaube, man sieht durch meine Videos eh schon relativ viel. Aber es ist wirklich jede Woche so, boah, da kommt jetzt ein Regal an die Wand, da stelle ich jetzt das und das hin. Da ist gerade die Polizei am Tanken. Es gibt noch so viel, was ich noch machen will. Also müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, Freunde. Und ich sag's euch, sobald die Wohnungstür hier gedreht ist, ziehe ich wieder um. Watch me. Ich glaube, das reicht jetzt. Freunde, das reicht jetzt. Wirklich viel getrunken von meinem Kaffee habe ich bis jetzt noch nicht. Kommt noch. Aber ich hoffe, das Video war einigermaßen interessant für euch. Mir hat es auf jeden Fall voll Bock gemacht, mal so ein bisschen mit euch zu quatschen. Ich hoffe, ihr lasst einen Daumen nach oben da und einen Kommentar, da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und ansonsten fühlt euch gedrückt, wenn ihr möchtet, von mir. Wir sehen uns am Mittwoch wieder zu einem neuen Video und ansonsten habt einen wunderschönen Tag. Bye, bye.